Jo, und willkommen zu einem neuen Video. Pokémon sind eine fantastische Sache. Meistens kann man anhand des Aussehens eines Pokémon bereits erahnen, wie stark es ungefähr sein wird. Ich meine, es gibt Fan-Favorites wie Garados oder Despotar oder Knackrack und keiner wird bestreiten, dass das gute Pokémon sind. Und ich meine, wenn man sich die mal so anschaut, egal ob man jetzt Ahnung von Pokémon hat oder nicht, wird man das schon erahnen können. Es gibt allerdings auch jene Pokémon, bei denen man anhand des Erscheinungsbildes oder eventuell anhand der Rolle, die sie im Spiel oder im Anime spielen, erahnen könnte, dass sie stark wären, was sie dann letztendlich allerdings nicht wirklich sind. Ich bin nämlich schnell, ich bin fies und ich kann den hier! Und heute kommen wir zu drei solchen Pokémon, nämlich Pokémon, die deutlich schwächer sind, als sie eigentlich aussehen. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, welche Pokémon es eventuell noch gibt, die ich mal in einem Video thematisieren soll. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Pokémon. Tauboss ist ein cooles Pokémon. Es ist eines der ersten Pokémon, welches Ash im Anime gefangen hat und dort auch eines seiner stärkeren Pokémon aus der Kanto-Region. Es ist in so gut wie jedem Team der ersten Generation. Ich meine, es ist einfach Tradition, sich ein Taubsi auf Route 1 zu fangen, okay? Und das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, der mit Tauboss bereits das ein oder andere Mal die Kanto-Region durchgespielt hat. Doch entgegen der Annahme vieler ist Tauboss wirklich gar nicht mal so gut. Ich rede hier übrigens von dem normalen Tauboss und vor allem in der ersten Generation. Wir reden hier überhaupt nicht von Mega-Tauboss, okay? Na, besser ist es! Tauboss hat wahrscheinlich so viele abgeschlossene Playthroughs in der ersten Generation wie sonst kaum ein Pokémon. Ich meine, man behält es alleine schon im Team, weil es fliegen kann und dann behält man es auch bis zur Pokémon-Liga. Es sei denn, man ist dieser junge Mann hier. Und alleine der Name, Tauboss. Wie kann das Ding nicht absolut großartig sein? Naja, indem es so ungefähr das schlechteste Normalflug-Pokémon im gesamten Spiel ist. Lüge! Aber schauen wir uns Tauboss mal ein bisschen genauer an. Ein Angriffswert von 80 und ein ursprünglicher Initiativewert von 91 sind zwar für ein offensives Pokémon in Ordnung. Approved! Und in der Hinsicht ist Tauboss auch nicht wirklich schlecht. Aber es gibt keinen wirklichen Grund, es zu benutzen. Denn schauen wir uns beispielsweise mal Ibitak an, das andere Normalflug-Pokémon, welches man früh im Spiel bekommen kann, werden wir sehen, dass sowohl sein Angriff als auch seine Initiative deutlich höher sind als die von Tauboss. Dazu lernt es mit Borschnabel einen deutlich stärkeren Flugmove als Tauboss mit Flügelschlag. Und ja, die defensiven Werte von Tauboss mögen zwar besser sein als die von Ibitak, aber jetzt mal im Ernst, bei dieser Art von Pokémon ist es komplett egal, ob es vielleicht ein paar mehr KP oder Verteidigung hat. Jetzt mal im Ernst, niemand wird jemals Tauboss als Tank oder Wall benutzen. Und generell wirkt es irgendwie so, als gäbe es keinen Grund, Tauboss zu benutzen, wenn man auch Ibitak nehmen kann. Ich meine, seien wir ehrlich, wir nehmen trotzdem alle Tauboss, weil es cooler ist und weil es einfach ein OG ist, aber eigentlich ist Ibitak besser. Und wenn ich ein Normalflug-Pokémon nehmen kann, welches in so gut wie jeder Hinsicht besser ist als Tauboss, dann habe ich keinen wirklichen Grund, Tauboss zu benutzen. Das Lustige ist aber, dass nicht mal Ibitak das beste Normalflug-Pokémon aus der ersten Generation ist, denn das ist Dodri, welches nochmal einen deutlich höheren Angriffswert hat als Ibitak, welches schon stärker als Tauboss ist. Dennoch werden die wenigsten die erste Generation mit Dodri, geschweige denn Ibitak, durchspielen, obwohl beide besser sind als Tauboss, einfach nur, weil man Tauboss als das coole erste Flug-Pokémon in Erinnerung hat. Wie gesagt, ändert sich das vor allem in den neueren Generationen drastisch, da Tauboss hier eine Mega-Entwicklung bekommen hat, mit der es natürlich stärker ist als Dodri und Ibitak. Aber Tauboss hatte diesen Status als der unangefochtene Gen-1-Vogel ja bereits lange bevor es die Mega-Entwicklung gab. Und da war es eigentlich immer schwächer als Ibitak und Dodri. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich wette, die wenigsten setzen sich so sehr mit den Statuswerten der Pokémon auseinander, dass sie Tauboss aus dem Team nehmen würden. Dafür ist es einfach viel zu ikonisch. Ein ebenfalls sehr ikonisches Pokémon aus der ersten Generation ist Onix. Und ja, Onix hat theoretisch in der zweiten Generation eine Entwicklung mit Stardust bekommen, aber trotzdem war es ja ursprünglich mal ein eigenständiges Pokémon. Und Onix hat auf mich immer wie das krankeste Ding überhaupt gewirkt. Ich meine, schaut euch alleine Onix im Anime an, das Ding ist einfach riesig. Es ist eine gigantische, böse aussehende Felsnatter, wie soll man das Ding denn nicht bedrohlich finden? Bei dem Anblick denkt man sich doch einfach nur, das haut einmal auf dich drauf und du bist einfach Matsche. Dementsprechend verfügt Onix selbstverständlich über einen gigantischen Angriffsbasiswert von 45. Um euch mal ungefähr einen Vergleich zu geben, wie schwach Onix wirklich ist, es hat einen Punkt weniger in Angriff
als Visor. Das Ding haut kräftiger zu als das Ding. Sowas gibt's halt auch einfach nur in Pokémon. Und ja, Onix mag einen gigantischen Verteidigungswert haben, aber das hat auch keinen wirklichen Wert, wenn es einen KP-Wert von 35 hat und es von jeder Wasser- oder Pflanzenattacke ausgenockt wird. Patsch, patsch, patsch. Und dann lag er da. Weil es einfach eine Vierfachschwäche hat und seine Spezialverteidigung non-existent ist, also gibt es eigentlich auch keinen wirklichen Grund, Onix in ein Team aufzunehmen. Vor allem, wenn es in der ersten Generation noch ein weiteres Gesteinboden-Pokémon gibt, welches ich jetzt rein vom optischen Erscheinungsbild immer als schwächer empfunden hatte, und zwar Kleinstein. Kleinstein ist Onix eigentlich relativ ähnlich. Es hat kaum KP und Spezialverteidigung, dafür eine gute Verteidigung, aber dafür auch sage und schreibe 80 Angriff. Ein Pokémon, dessen Name literally Kleinstein ist. Ein Pokémon, dessen Existenzgrundlage es ist, ein kleiner Stein zu sein, ist also nahezu doppelt so stark wie eine 7 Meter gigantische Felsschlange. In welcher Welt? Mal ganz davon abgesehen, dass Kleinstein sich noch zweimal entwickeln kann. Ich muss sagen, als Kind hat man ja so mehr oder weniger in den verschiedenen Gesteinshöhlen die Wahl. Nehme ich jetzt Kleinstein oder nehme ich Onix? Und ich habe mich häufig für Onix entschieden, weil es einfach offensichtlich wirkt, dass das Ding stärker sein muss und es halt auch schon voll entwickelt ist, zumindest in der ersten Generation, da kann es sich ja nicht mehr weiterentwickeln. Und wie kann es sein, dass Kleinstein einfach doppelt so stark ist wie Onix? Das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Aber hey, im Anime kann es sogar von Elektroattacken ausgenockt werden, wenn es gerade passt, also von daher. Ein Pokémon, das tatsächlich ebenfalls einen höheren Angriffswert hat als Onix, aber meiner Ansicht nach dennoch eine komplette Enttäuschung darstellt, ist unser letztes Pokémon für heute, und zwar Tropius. Tropius mag nicht so bedrohlich aussehen wie Despotar oder Brutalander, aber Tropius ist immerhin ein fliegender Dinosaurier. Es steigt in den Himmel empor. Das Ding ist 2 Kilo groß, 100 Meter schwer und hat sogar die Nackenbananen für den Drip. Und es ist bereits voll entwickelt. Ich hätte also bei dieser gigantischen Wahnsinnserscheinung immer gedacht, dass es irgendwie stark sein müsste. Naja, stellt sich heraus, dass es ist nicht wirklich. Es hat einen KP-Basiswert von 99, was sich erstmal gut anhört, aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. Mit diesem Basiswert kommt es auf maximal 402 KP. Eine der wenig relevanten, expliziten KP-Zahlen, die man mit seinem defensiven Pokémon erreichen möchte, ist eigentlich 404. Denn damit wäre es möglich, einen Delegator zu erschaffen, der 101 Schaden wegstecken kann, was nicht von Geowurf besiegt werden kann. Also ein bisschen Competitive Pokémon-Knowledge für euch. Aber aus irgendeinem Grund hat man sich dazu entschieden, ihm diese 2 KP, die ihm dafür fehlen, nicht zu geben. Und ansonsten sind die Werte von Tropius auch alles andere als gut. Ich meine, ja, Verteidigung und Spezialverteidigung ist durchaus in Ordnung, aber angreifen kann das Ding überhaupt nicht. Um nochmal auf Kleinstein zurückzukommen, wie kann es eigentlich sein, dass ein gigantischer Dinosaurier weniger Power hat als ein Stein? Davon mal abgesehen, lernt es in der dritten Generation, also der Generation, in der es eingeführt wurde, nicht eine Flugattacke per Level ab? Außer Windstoß? Mal davon abgesehen, dass Pflanzeflug wirklich kein so guter Typ ist. Es hat ganze 5 Typschwächen mit Eis, Feuer, Gesteinflug und Gift, was abgesehen von Gift somit die häufigsten Typen überhaupt sind. Und laut PokeWiki kann es im Pokéathlon bis zu 5 Sterne in der Kategorie Kraft erreichen, was ich mir bei seinem Aussehen auch eigentlich denken würde. Weil, wie gesagt, es ist ein 2 Meter großer, 100 Kilo schwerer, fliegender Dinosaurier. Aber dabei ist sein Angriffswert schwächer als der von Lumineon, was literally einfach nur ein Fisch ist. Es ist halt sowas von nur ein Fisch, dass es das meistvergessenste Pokémon in der Geschichte des gesamten Franchises ist. Lumineon is now drowning in an indescribable emptiness. Insgesamt frage ich mich so wirklich, was man sich bei Tropius gedacht hat, weil irgendwas muss man sich ja, wenn man Pokémon designt, dabei denken. Und ich frage mich wirklich, was einem im Kopf dabei vorgegangen ist, einen gigantischen Dinosaurier zu entwickeln, der nichts kann. Ich meine, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ein defensiver orientiertes Pokémon ist, okay, 99 KP und die Verteidigungswerte sind nicht krass. Das ist nichts absolut Herausstechendes. Ich meine, bei so einem Vieh würde ich mal mindestens erwarten, dass ein Statuswert wenigstens höher ist als 100.
Wie kommt man überhaupt auf 99 KP? Das ist so random. Apropos random, schaut auf meinem Zweitkanal Phoenix Uncut vorbei. Dort spiele ich aktuell ein Pokémon Randomizer. Aber gut, Freunde, das waren drei Pokémon, von denen man augenscheinlich deutlich mehr erwarten würde. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, welche Pokémon es gibt, die eurer Meinung nach deutlich schwächer sind, als sie eigentlich erscheinen. Und falls euch das Video gefallen hat, hättet ihr gerne eure Geredezauberkarte. Den Daumen nach oben und wir sagen uns dann beim nächsten Mal.